Heute sind wir im Dienste der ÖBB bzw. der SBB unterwegs. Wir fahren nämlich den Eurocity nach Wien Hauptbahnhof, hier mit unserer 1016 in dem ÖBB Repaint und den Eurocity Wagen. Hier vorne zweite Klasse Wagen. Hinten haben wir noch, glaube ich, erste Klasse Wagen mit dran. Jawohl, die haben wir da auch. Fliegen wir einmal rüber. Da sind sie, die erste Klasse Wagen zu erkennen an dem gelben Streifen. Hier vorne haben wir noch eine 146. Das Szenario ist, wie ihr es euch schon denken könnt, von Tom Fresco. Der Link dazu in der Videobeschreibung gibt es im Creators Club und lässt sich dann nachspielen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist hier vorne auch ein kleines nettes Repaint mit eingebaut. Jawohl. Nämlich das ORF Eurovision Repaint, auch wirklich sehr, sehr schön gelungen. So, wir kümmern uns aber erstmal um unseren eigenen Zug. Der muss nämlich noch aufgerüstet werden, dazu steigen wir einmal ein. Das ist jetzt der Fall. Wir müssen die Türen entriegeln, dafür erstmal den Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. So, und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann müssen wir den Türwahlschalter auf rechts stellen und die Fahrgasttüren öffnen. Genau, dann macht er die Türen links auf. Das ist halt im TSW leider verkehrt herum mit der Türsteuerung vom Taurus und den Intercity-Wagen, aber so ist das halt. So, hervorragend. Dann stehen wir einmal ganz kurz auf. Gucken, dass die Bremsen, ja, die Bremsen sind voll angezogen, das passt. Dann machen wir uns einmal hier vorne Korridorlicht an und machen uns die LZB an. Die PZB ist schon an, die SIFA machen wir uns an. Das passt soweit. Gehen wir einmal hier nach hinten in den Führerstand, einmal die Sonnenblenden runter, damit sich der Führerstand nicht unnötig aufwärmt. Hier wieder zurück. Korridorlicht aus, Tür zu. Sehr schön. Dann einmal hier hinten am Rückenpanel stellen wir uns mal vorne dreimal weiß und hinten zweimal rot ein. Die PZB auf Betrieb. So, das passt soweit. Das passt soweit. Türsteuerung auf DB gestellt. Können wir sowieso nicht verändern. Bremsart können wir auch nicht anpassen. Dann setzen wir uns mal hin und schließen die Türen. Einmal hier auf 0 gestellt. Ja, wobei, die müssen ja, glaube ich, immer noch auf rechts gestellt sein. Und jetzt schließen. Na? Genau, die Türen sind alle zu. Wir fahren ohne Halt nach Gemünden, beziehungsweise über Gemünden dann weiter nach Wien Hauptbahnhof. Da löst uns dann die Kollegin ab und die fährt dann nach Wien weiter. Okay, Signal zeigt, dass wir fahren dürfen. Dann würde ich sagen, kontrollieren wir einmal das Licht. Signallichter genau auf reduziert. Hier ist auch, glaube ich, übrigens, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch ein kleines Update drauf, eine Mod, damit das Licht anders aussieht. Also die Textur wird da überarbeitet und das sieht mittlerweile richtig schön aus, ne? Also hier in unser Eurocity. Das hat doch was. Das gefällt mir schon richtig gut. Repaint für den Eurocity. Sowohl das Wagenmaterial als auch die Lok in der Videobeschreibung. Und der Link zu dem Szenario selbstverständlich auch. Na?
So, wir fahren mit 40 km/h aus. Zug beeinflussen. Genau, wir konnten uns dann jetzt auch befreien. Sehr schön. Sind auf der Strecke Main-Spessart-Bahn unterwegs. Okay, und die 40 sind erreicht. Dann würde ich sagen, machen wir uns einmal die AFB an. Dazu den AFB-V-Sollsteller komplett nach vorne geschoben. Einmal kurz die Strecke beobachtet. Das passt soweit. Die Weiche steht auch richtig, dass wir jetzt nicht... Hier geht es in Richtung Hafen runter übrigens. Da kann man mit der V100 in die Richtung runter rangieren. Haben wir auch, glaube ich, schon mal zusammen gemacht. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall dann hier einmal den Schalter, ne? Da, AFB. 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 Okay, und jetzt den Hebel wieder zurückstellen, bis wir bei den 40 angekommen sind. Und jetzt Leistung. Ach, schaut an, wir dürfen 110 fahren. Und ab hier sogar 150, können wir auch direkt einstellen. So. Ja, unterwegs sind wir im Euro City, können wir uns auch jetzt nochmal angucken, nachdem wir hier am Signal vorbei sind, 160 eingestellt auf der AFB oder mit der AFB. Signal steht hier keins. Dann können wir uns einmal den Zug angucken, beziehungsweise an uns vorbeirollen lassen. Schickes Foto. Genau, also wir sind halt im EuroCity unterwegs. Der EuroCity ist eine Zuggattung, die im Grunde genommen vor allen Dingen in Deutschland und Österreich den internationalen Fernverkehr beschreibt. Und ist im Grunde genommen mehr oder weniger ein direkter Nachfolger oder der Nachfolger des TEE, des Trans-Europe Express. Mit dem Unterschied, dass hier allerdings auch in der Zuggattung zweite Klasse Wagen mitgeführt werden. Beim TEE waren es ja nur erste Klasse Wagen, wenn man so möchte. Eigentlich etwas komisch, da überhaupt von Klassen zu sprechen, in einem Zug, wo es eh keine unterschiedlichen Klassen gibt. Aber naja. So, 140 sind angekündigt. Das können wir auch mit der AFB machen, diesen Bremsvorgang. Dann nehmen wir einfach nur die E-Bremse. So, erledigt. Genau, also als Nachfolger des Trans-Europe Express dient der EuroCity bis heute. Gibt es auch nach wie vor auf internationalen Fernverkehrsverbindungen. So, das ist die Ankündigung von 120. Machen wir mal nur mit der E-Bremse. Okay, das ist super. Was ist denn da vorne? Oh, ich dachte für einen ganz kurzen Augenblick, dass auf unserem Gleis steht. Ich wollte schon gerade die Bremse ziehen. Ja, erstmal wurde mit einer Zahl von 64 Zugläufen
der Eurocity ins Leben gerufen. Das hat sich dann mit der Zeit geändert, sodass 1991 tatsächlich schon 102 Zugläufe existierten. Zum Beispiel auch Eurocities, die nach Spanien gefahren sind, gab es auch. Im Grunde genommen ist ja auch der Nachtzugverkehr aus den Eurocities mehr oder weniger entstanden, also der moderne Nachtzugverkehr, weil irgendwann bei den Eurocities, da hat sich dann irgendjemand mal gedacht, wie wäre es, wenn wir da auch Liegewagen oder Schlafwagen mit reinführen, und dann hat sich daraus die Zugattung des Nachtzugs, des Euronight hervorgetan. Euronight, eine Zuggattung, die es, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Es kann sein, dass, glaube ich, zwischen Österreich und angrenzenden Ländern in Ost- und Südosteuropa eventuell noch Euronight-Züge fahren. Das kann sein, aber nach Deutschland fahren keine Euronights mehr. Nach Deutschland fahren Nightjets, die auch betrieben werden von den österreichischen Bundesbahnen, nachdem sich die Deutsche Bahn aus dem Nachtzuggeschäft zurückgezogen hat. Ich glaube, das war im Jahr 2014. So. Geht, glaube ich, ein bisschen bergauf. Wir verlieren an Geschwindigkeit. Also mal mehr Leistung aufgeschaltet. Schön wäre ja sowas wie so ein Eurocity nach Großbritannien. Sowas fände ich mal als Idee ziemlich cool. Aber naja, es scheitert ja schon in der. Es scheitert ja schon an dem Vorhaben, dass der Eurostar nicht nur von Belgien aus, sondern auch von Deutschland aus nach Großbritannien fährt. Schon das funktioniert ja nicht wirklich. Aber schön wäre es in jedem Falle, so eine Art, ja, Eurocity oder ein Nachtzug von Deutschland nach Großbritannien. Das würde sich halt extrem gut anbieten. Aber naja, das, glaube ich, bleibt wohl eher ein Traum. Was ich für realistischer halte, zumindest realistischer als Großbritannien, das sind Nachtzüge von Deutschland nach Spanien. Das wäre mal extremst schön. Ich glaube, das würde auch unglaublich gut angenommen werden, weil mittlerweile doch sehr viele Menschen zur Erkenntnis gekommen sind, dass ökologisches Reisen durchaus eine Relevanz für uns alle hat. Oh, das ist eine 70er-Ankündigung. Die muss natürlich bestätigt werden. Hoch, da habe ich versehentlich den Roadrunner aktiviert, wollte ich gar nicht.
Ja, also wie gesagt, ein Eurostar wäre ja schon mal schön, wenn es den geben würde nach Großbritannien, aber die Briten sind ja auch so paranoid, die wollen ja auch, dass man die Bahnsteige ja komplett mehr oder weniger nur für den Eurostar absperrt, was ja absolut wahnwitzig ist. Denn in der Regel haben ja die Eurostars ihre komplett eigenen Bahnsteige mit flughafenähnlichen Kontrollen und alles Mögliche, einfach weil die Briten unglaublich unglaublich paranoid sind, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Schon das finde ich ehrlicherweise für einen Zug absolut unnötig. Aber naja. Gut, ich bin noch nie mit dem Eurostar gefahren, aber wer weiß, vielleicht kommt das, vielleicht ändert sich ja das ja noch irgendwann. Würde ich sehr gerne auf jeden Fall mal machen. So, da war eine 146. Und hier rechts vielleicht eine 185. Nee, nur 182 von MRCI. Signal ist grün. Wir dürfen laut HUD 90 fahren. Dann machen wir das. Einer der Qualitätskriterien, zumindest damals, als der Eurocity als neue Zuggattung erfunden wurde, war es, dass Grenzkontrollen tatsächlich im Zug stattfinden. Das klingt zwar jetzt ein bisschen trivial aus unserer heutigen Perspektive, war aber damals in den ja, so 70er, 80er Jahren eben keine Trivialität, sondern da ist es tatsächlich so, dass Grenzübergänge immer sehr schön. Dass Grenzübergänge mit dem Auto dann in der Regel mit langwierigen Grenzkontrollen verbunden waren. Und das hat sicherlich niemandem Spaß gemacht. Und das ist dann eben dann doch eine komplett andere Erfahrung, wenn man dann eben tatsächlich gemütlich im Zug sitzt und dann halt einfach irgendjemand dazu steigt und nach dem Ausweis einmal verlangt und dann wieder geht. Also sicherlich äußerst interessant. Ja, SIFA. So, das sieht aus wie eine Geschwindigkeitseinschränkung, die nicht bestätigt werden muss. Einmal mit der E-Bremse runtergebremst auf 120, komplett verschleißfrei. Wir müssen aber ein bisschen stärker reingehen, weil es, glaube ich, gerade ein Gefälle ist, auf dem wir uns befinden. Jawohl, das haben wir erreicht. Und wir haben halt zu erwarten. Huch, was war das? Warum? Hä? Kam denn das Geräusch jetzt her? Das war doch das Geräusch von dem
vom Fahrgastinformationssystem dieses BIP. Aber das ist doch, glaube ich, gar nicht hier in dem Taurus eingebaut. Sehr schön, wir dürfen weiterfahren. Maximal allerdings nur mit 25. So, wir sind schon befreit, sehr gut. Und haben noch ungefähr 19 Kilometer bis Gebünden. In der Regel wurden auch bei Eurocities, und das ist bis heute auch nicht anders, Mehrsystemlokomotiven verwendet. Unser Taurus hier zum Beispiel ist genauso eine Mehrsystemlokomotive, die entsprechend unter verschiedenen Stromnetzen fahren kann. Okay, gut. Verschiedene Sicherheitssysteme bzw. Zugsicherungssysteme eingebaut hat von den verschiedenen Ländern. Das alles halt eben, um unnötige Lokwechsel zu vermeiden, um halt entsprechend Zeit einzusparen. So, ab hier gelten 100. Und ab hier dürfen wir wieder 120 fahren. Können wir schon mal in der AFB einstellen. Und sobald unser kompletter Zugverband dran vorbei ist, beschleunigen wir. Ich kann ja beim nächsten Mal kurz den Roadrunner benutzen. Das geht natürlich auch. Ja. Ach, sie fahren nervig. Ist die Sifa nervig? Wir haben halt so erwartet. Oh, doch nicht. Das Signal ist gerade umgeschwungen, das Vorsignal. Dann würde ich sagen, beschleunigen wir aber auch nicht weiter. Denn das nächste Hauptsignal scheint möglicherweise dann auch noch rot zu sein. Also das Hauptsignal danach.
Gut, wir rollen gerade sowieso bergab, von daher. Ja, da ist es halt zu erwarten. Genau. Das war die falsche Taste. Ich wollte keine Notbremse. Hier übrigens meine absolute Lieblingsstelle auf der Strecke. Das sage ich, glaube ich, jedes Mal, wenn wir hier dran vorbeifahren. Wenn man hier praktisch in diese Rechtskurve hineinfährt, in diesen Bahnsteig hier vorne, diese Felsformation, da oben geht es dann weiter hoch. Also einer meiner zwei wirklich, ja, absoluten Lieblingsstellen an dieser Strecke. So, wir rollen weiterhin auf einen Halt zu erwarten. Beziehungsweise auf einen Halt zu. Das hier ist der Vorsignalwiederholer, der gerade umgesprungen ist auf grün. Das heißt, der 500-Hertz-Magnet ist nicht aktiv. Das heißt, wir müssen nicht auf unter 25. Hervorragend. Ich befreie mich jetzt mal, denn das Signal zeigt Fahrt. Ich beschleunige jetzt allerdings nicht allzu stark. Was halt allen voran daran liegt, dass es ja keinen Sinn ergibt, dem anderen Zug immer wieder praktisch aufzufahren, wenn man so möchte, weil ich dann immer wieder vor einem halt zeigenden Signal stehen bleiben muss. Daher beschleunigen wir mal mit ungefähr, ja, 90 Kilonewton. Das reicht vollkommen. Außerdem geht es, glaube ich, immer noch bergab. Ja. Können auch eigentlich die Leistung rausnehmen und erstmal mit ungefähr 80, 90 weiterfahren. Ankündigung für 100. Wir können mal jetzt den Roadrunner benutzen. Dazu zweimal auf den Leistungshebel drauf gedrückt. Genau, und jetzt sind wir da komplett dran vorbei und dürfen 100 fahren. Nehmen wir mal ungefähr so 75 bis 80 Kilonewton, das reicht vollkommen. Der KI-Verkehr ist natürlich mal wieder absolut super eingestellt. Uns kommen hier die ein oder anderen Gegenzüge vorbei. ICE haben wir schon gesehen, 425er haben wir schon gesehen, 185er, 182er. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist ein Intercity. Mal schauen, vielleicht kommt noch irgendwo einer vorbei. Oder ein Eurocity als Gegenzug. Das fände ich jetzt auch nicht schlecht. Übrigens, das unser Eurocity, mit dem wir fahren, ich glaube, das ist der Eurocity 64, 67 von Dortmund nach Wien. Ich glaube, das ist ein fiktionaler Eurocity. Ich glaube nicht, dass es den tatsächlich in Realität gibt. Es kann aber sein, dass es den vielleicht gegeben hat zu einem Zeitpunkt. Das habe ich nicht nachgeguckt. Also es kann natürlich sein, dass wir dann im Grunde genommen so ein bisschen historisch hier unterwegs sind. Sind wir ja sowieso auf dieser Strecke, denn die Spessart-Rampe existiert ja, glaube ich, so in diesem Sinne nicht mehr, sondern eher eine Umgebungsstrecke, die da, beziehungsweise eine Umfahrung, die da mittlerweile existiert. So, das heißt, wir dürfen jetzt 130, ne?
Nee, doch nicht. Leistung weg und reinbremsen. Gut, dass wir keinen Speisewagen dabei haben, denn die Fahrgäste würden sicherlich alle ihre Suppen schon lange... guckt euch das an. Ein Intercity mit einer 182. Etwas, was ich bemerkenswert selten bisher im DB-Fernverkehr gesehen habe. Ich weiß gar nicht, warum DB-Fernverkehr nicht wirklich die Taurus-Loks benutzt im Fernverkehr. Weil die sich ja eigentlich auch perfekt eignen. Und man sieht es ja in Österreich, es funktioniert perfekt. Natürlich hat man die 101er, ja, gar keine Frage. Und die meisten der Intercity-Linien werden ja sowieso nach und nach ersetzt durch ICEs. Ansonsten hat man ja die IC2-Züge oder die Stadler-KISS-Züge. Aber warum man mal nicht im Fernverkehr so ein paar Taurus-Loks angeschafft hat, so ein paar 10-16er oder 11- oder 12-16er, verstehe ich nicht. Also, das gab es durchaus. Es gibt Fotos von Intercities, wo ein Taurus vorne dran ist. Meistens aber allerdings einer von MRCI tatsächlich. Also so wie wir es gerade gesehen haben. So, gerade schon. Ups. Da habe ich mich gerade verklickt. Genau, also DB-Fernverkehr selbst besitzt, glaube ich, keine Taurus-Maschinen. Was ich insgesamt sehr schade finde. Ich glaube sowieso, dass die Deutsche Bahn insgesamt als Unternehmen recht wenig von diesen Loks besitzt. Die einzigen, die mir bekannt sind, sind tatsächlich in Ostdeutschland unterwegs. Im Bundesland Berlin, in Brandenburg und in Schleswig-Holstein, glaube ich. Da sind Nahverkehrszüge, nämlich die Doppelstockwagen, zusammen mit 12-16ern. Nee, ich glaube, das wären dann die ÖBB-Bauart 1116-Loks, die da unterwegs sind, also die Baureihe 183 dann, ne, glaube ich. Ja, wobei, nee, 183 ist, glaube ich, die 1216. Das weiß ich, denn es gibt auch die 183 in der Alex-Lackierung. Stimmt, der Alex ist nämlich auch durchaus mal bespannt gewesen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber auf jeden Fall mal bespannt gewesen mit Taurus-Loks. Aber die halt eben der dritten Generation, nämlich der Baureihe 183 oder die Entsprechung der ÖBB wäre dann die ÖBB 1216. Und das, was wir gerade fahren, ist die Baureihe 182, was der ÖBB 1016 entspricht. Jetzt weiß ich nur nicht, was die ÖBB 1116, welcher Baureihe, welcher deutschen Baureihe diese entspricht. Oder vielleicht habe ich gerade irgendwas komplett durcheinander gebracht. Na, wer es besser weiß, sehr gerne in die Kommentare. Das lese ich auf jeden Fall sehr gespannt und gebannt durch. Hier links übrigens, glaube ich, ist der Abzweig, da geht es Richtung Fernverkehrsstrecke, Richtung Neubau- oder Ausbaustrecke.
mal. Geht's hier noch irgendwie weiter? Ich wünschte, ich könnte den Zug anhalten. Aber das interessiert mich gerade zu sehr. Ich riskiere eine Zwangsbremsung, ich weiß das. Aha. Interessant, interessant, interessant. Ich will hier weiter. Okay, wir sollten mal langsam zu unserem Zug zurückkehren, ne? Was passiert auf der anderen Seite des Tunnels? Ich glaube, das geht auch nur dank einer Mod übrigens, dass ich hier durch die Gegend fliegen kann. Naja, gut. Hier gibt es auch nicht mehr so viel zu sehen. Sehen wir unseren Zug irgendwo? Nö. Und zurück zu unserem Zug. Und wir haben halt zu erwarten. Genau, das letzte Mal, als wir halt zu erwarten hatten, habe ich gesagt, dass wir keinen Speisewagen dabei haben. Denn die ganzen Fahrgäste, die sich Suppe bestellt haben, werden sicherlich ziemlich sauer, ob der Fahrweise, dass wir ständig hier anhalten müssen und dann wieder beschleunigen. Och, schaut an, wir haben schon wieder Freifahrt. Das war nicht gut, dass wir uns gerade befreit haben. Weil hier vorne schon wieder halt zu erwarten ist. Ich hoffe, das gibt keine Zwangsbremsung. Okay. So, wir haben noch 3,7 Kilometer, dann sind wir in Gemünden. Das ist ein ICE. Hallihallo. Weil die Personen auf dem Bahnsteig waren. Da, das ist, glaube ich, wieder die Fernverkehrsstrecke. Wenn wir da wieder um den Gleisen weitergefolgt wären, ich sage immer die Fernverkehrsstrecke, die Ausbaustrecke, die Neubaustrecke, die Schnellfahrstrecke, ich weiß nicht genau, was das ist. Jedenfalls, wenn wir den Gleisen von vorhin weitergefolgt wären, würden wir, glaube ich, hier ausgekommen sein. Gutes Deutsch. Okay, langsam Fahrt zu erwarten. Zug beeinflussen. Das ist meine zweite Lieblingsstelle hier vorne, die Burgruinen, die man hier bei Gemünden sehen kann. Dies finde ich auch mal sehr schön. Ich weiß gar nicht, welche Burg das ist. Ist das überhaupt eine Ruine? Nee, ne? Weiß jemand, wie die Burg heißt? War jemand von euch schon mal da? Sieht auf jeden Fall ganz interessant aus, aber ich kann es mir leider nicht so genau diesmal angucken mit der Kamera, weil die Signale hier ein bisschen Aufmerksamkeit verlangen. Zug B1.
Ne? Ja. Aber schöne Aussicht hat man von hier, ne? So auf die Züge. Eieie, der Bahnhof ist mal wieder vollgestellt. Was haben wir denn da an interessanten Informationen? Ich sehe eine S-Bahn. Ich sehe einen Taurus mit Dostos. Interessante Kombination. Dann sehe ich hier noch mehr Dostos. Hier sehe ich noch eine S-Bahn, eine 425er, glaube ich. Und hier noch ein Güterzug mit 185ern bespannt. Der Regionalzug fährt geradeaus. Gut, an dieser Stelle endet auch mehr oder weniger dann schon unsere Fahrt. Aber wir bringen vorher noch den Zug natürlich zum Stillstand. Ich weiß gar nicht, ob wir komplett drauf passen. Ja. Dann, wir müssen die Türen rechts aufmachen, also den Türwahlschalter auf links. Das war die Zugsammelschiene. Good job. Die Türwahlschalter auf links und Türen öffnen. Genau, die Türen sind auf. Falsches Bundesland. Tja. So, wer oder was ist hier unterwegs? Das ist aber ein langer Dosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moment mal, hier ist ein Steuerwagen. Achso, das ist der mit dem Taurus. Hey, wer hat denn das Szenario beendet? Na gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alles Liebe, alles Gute.